Hallo auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Wir fahren heute im RE11 im Ersatzzugdienst, haben hinten dran unter anderem Alex-Wagen und da hinten sind noch, ich glaube, Auto, Zugwagen. Genau, haben wir auch noch welche. Zu dem Szenario alles weitere gleich. Wir müssen erstmal gucken, dass wir noch den Führerstand aufgerüstet bekommen. Dazu gehen wir mal die PZB in den Betriebsmodus, stellen Spitzensignale ein. Genau. SIFA machen wir uns noch an. Wir müssen um 32 abfahren, deshalb beeilen wir uns mal. LZB brauchen wir nicht auf der Strecke. Achso, einmal rüber in den anderen Führerstand. Nochmal eben hier die Sonnenblenden runter. Wir wollen ja nicht, dass sich der Führerstand unnötig erhitzt. Okay, dann einmal zu. Zack, PZB ist an. Sehr gut. Bremsen können wir schon mal zum Teil lösen. Wir schließen die Türen. Geben mal den Schließbefehl. Okay, Türen sind zu. Dann drehen wir den hier noch auf 0 und dann müssten wir, sobald wir die Bremsen lösen, abfahren können. Na? Warum willst du nicht? Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung. Sturabnehmer ist oben. Jetzt. Gut. Warum auch immer der jetzt gerade gebraucht hat. Okay, wir können uns direkt befreien. Während der ICE hier links einfährt. Spitzensignale sind noch nicht an, ne? Spitzensignal-Hauptschalter an. Zuglichter an. So. Dann geben wir mal ordentlich Stoff. Ja, Signallichter ist okay. Genau, also. Das Szenario ist vom guten Tom. Link dazu in der Videobeschreibung. Link zu den beiden Repaints ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Also zu den Repaints von den Alex-Wagen sehen wir hier. Und auch hier zu diesem Auto-Express-Wagen. So, ab hier vorne dann 160. Also das Ganze ist im Grunde genommen so, dass wir hier den RE11 fahren als Ersatzzug. Der RE11 wird normalerweise von Abellio betrieben. Allerdings ist es so, dass momentan jetzt auch zum Zeitpunkt der Videoaufnahme. Ah, schau an. Dass zum Zeitpunkt der Videoaufnahme es so ist, dass Abellio ja, mittlerweile pleite ist und wir. Moment, ich muss mal einen Screenshot hier machen. Erstmal Leistung zurück. FIFA, FIFA. Genau, also es ist halt so, dass das Abellio pleite ist und da jetzt unter anderem DB Regio, National Express und Vias Rail die Linien von Abellio übernehmen. Und wir haben halt zu erwarten. Und in dieser Übergangsphase ist es so, dass momentan auch unter anderem die Zentralbahn
die Zentralbahngesellschaft und TRI, also Train Rental International, da jetzt einige Ersatzleistungen für Abelli übernehmen. Oh, wir müssen... der 500er wird uns abschießen. Verdammt. Okay, doch nicht. Glück gehabt. Oder? Ja. Gut, das war jetzt sehr knapp mit dem 500er. Genau, also es ist halt so, dass DB Regio, Vias Rail und National Express unter anderem die Zugleistung übernehmen. Normalerweise verkehrt nämlich hier der auf dem RE11 der Siemens DZero HC. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt fahren TRI und die Zentralbahngesellschaft hier Ersatzleistungen. Unter anderem kommt hier die MRCE Taurus zum Einsatz und dahinter sind ein paar, ja, teilweise sind es sogar alte Nachtzugwagen, teilweise sind es einfach nur alte Großraum- bzw. Abteilwagen, unmodernisiert. Und das Szenario versucht, das hier so ein bisschen nachzubilden. Und ich finde, das ist ganz gut gelungen. Also sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. So, Signal ist umgesprungen. So, darauf achten, 500er ist an. Heißt also, wir dürfen nicht schneller als 25, sonst werden wir wieder runtergebremst. Ja, heißt also, aktuell ist auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr in Realität ziemlich bunter Verkehr zu treffen. Unter anderem auch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auch der RE11 ist. Zugbeeinflussung. So, wir dürfen 40 fahren. Bin mir nicht ganz sicher, ob es der RE11 ist oder eine andere Linie, aber auf jeden Fall sieht man auch aktuell auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr unter anderem eine Baureihe 111 mit Dostos, was auch ziemlich, ziemlich cool ist. Vor allen Dingen, wenn man vorher selbst noch nie eine 111 so richtig in Action gesehen hat. Die sind auch verdammt laut auf Bahnsteig, ne? So, wir müssen auch gleich schon in Wattenscheid anhalten. Zugbeeinflussung. Achso, wir dürfen 85 fahren, oder? Oder wie ist das, wenn der 85er Leuchtmelder blinkt und die 1000 Hertz Beeinflussung aber auch an ist? Dann dürfen wir 85 fahren. Ja gut, jetzt ist der 1000er aus. Also jetzt auf jeden Fall. So, nächster Halt Bochum-Wattenscheid. Da sollen wir um 7.39 Uhr ankommen und wir haben jetzt gleich 7.39 Uhr. Das passt doch ganz gut. Wir halten an. Was halt so ein bisschen bei dem Szenario in Anführungszeichen unrealistisch ist, ist die Tatsache, dass auf dem RE11 in dieser Ersatzzuggarnitur ein lokbespannter Zug mit 4 Reisezugwagen verkehrt. Und wir haben jetzt, glaube ich, gerade 8, aber das liegt halt eben daran, dass der TSW da nicht viel andere Möglichkeiten bietet. Man kann da leider keine individuelle Wagenlänge einstellen. So. Das einmal auf rechts stellen und Türen auf. Ne, kennt ihr ja mit Kombination 182 und den IC-Wagen. Da muss man die Passagiertür-Schaltersteuerung auf rechts stellen und dann aufmachen. Dann macht auch die Türen auf der linken Seite auf. Ist halt so. Nimmt es einfach hin. Genau, also normalerweise sind hier 4 Wagen unterwegs. Und wir haben jetzt 8 Wagen. Aber das liegt auch vielleicht daran, dass wir heute mal ausnahmsweise nicht nur bis nach Essen fahren. Huch, Türen zu. Sondern bis nach Duisburg durch. Normalerweise fährt hier der RE11-Ersatzzug nämlich nur bis nach Essen.
Und wir fahren allerdings szenariobedingt bis nach Duisburg durch. Signal ist grün, sehr gut. FIFA. So, nächster Halt Essen Hauptbahnhof. Da sollen wir dann um 7:51 Uhr ankommen. Gucken wir mal, dass wir das halbwegs hinbekommen. Also ich bin auf jeden Fall ziemlich fasziniert von den Bildern und Videos, die da teilweise jetzt entstanden sind in letzter Zeit hier mit dieser Zugkomposition. In Realität schon cool, dieses alte Wagenmaterial, diese alten Abteile, die noch so richtig schön gemütliche, ja, fast schon Couch-ähnliche Sitze hatten. Also das ist Komfort, ne? Da kann man gar nicht meckern. Das ist Komfort. So, wir dürfen 160 fahren. Dann gehen wir auch mal hoch auf die 160. Was halt immer noch wahnwitzig ist, ist, dass hier steht, dass wir tatsächlich zwei Loks haben. Das ist nicht ganz der Realität entsprechend. Aber vielleicht wird das ja irgendwann gefixt. Vielleicht guckt sich DTG nochmal Hamburg-Lübeck an. Und unter anderem wird dann vielleicht das auch nochmal dann überarbeitet, dass da nicht immer steht, dass wir mit zwei Loks unterwegs sind. So, 160 sind quasi erreicht. Wir lassen jetzt einfach mal rollen. Es geht, glaube ich, sowieso gerade ein bisschen bergab. Genau. Und wir haben eh die Ankündigung auf 140 an dieser Stelle. Machen wir mal nur mit der E-Bremse. Gehen da mal voll mit rein. Ich glaube, das ist nicht gerade realistisch, dass man das macht, aber ich mache das jetzt. Vorbei an Kreis Süd. Und wir haben halt zu erwarten. Wird natürlich bestätigt. Und zwar noch vor Essen Hauptbahnhof. So, 85 sind unterschritten. Wir lösen also aus. Schauen mal, wir haben noch guten Kilometer bis zum roten Signal. Also in dem Szenario ist auch mal wieder ordentlich was los, ne? Also viele, viele Züge. Seht ihr hier, da vorne schon der nächste. Wir haben ordentlich PZB-Action, also kein straightes von A nach B durchfahren oder von A nach C über B durchfahren oder von Bochum nach Duisburg über Essen durchfahren, um es mal zu konkretisieren. Was haben wir da hinten? Die Bahnland Bayern 146. Hat die sich hierher verirrt ins Ruhrgebiet? So, wir bremsen runter, damit uns auch nicht der 500-Hertz-Magnet abschießt. Und rollen mal bis zum Signal ran, in der Hoffnung, dass es vielleicht noch gleich umspringt. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön für dieses Szenario. Es macht super viel Spaß. Ich kann es absolut empfehlen. Mal wieder. Wer am PC spielt, und zwar das Ganze über Steam, ich glaube,
über Epic Games funktioniert das nicht ganz mit den Szenarien, aber das weiß ich nicht so recht. Dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen, sich das mal hier anzugucken. Zumindest wer die entsprechenden. So, wir kommen jetzt zum Halten. So. Zumindest wer die entsprechend nötigen Add-ons besitzt für dieses Szenario. Das müssen unter anderem eben Hauptstrecke Rhein-Ruhr sein, das Baureihe 101 DLC, Hamburg-Lübeck und. Ja, was denn? Wir haben eine 146 gesehen, heißt also entweder Main-Spessart-Bahn oder Dresden-Riesa oder beides vermutlich sogar. Ich überlege gerade, 143, die eine dann weiß, das ist dieses Repaint, das ich noch nicht fertig gemacht habe. Das müsste die Dresden-Riesa 143 sein, also auf jeden Fall Dresden-Riesa wird auch vorausgesetzt für dieses Szenario. Ja, sonst mal schauen, was uns vielleicht sonst noch so entgegenkommt. Wir können ja mal beim Fahrdienstleiter anrufen. Können wir das nicht hier, ups, können wir das nicht hier über das. Nee, die Funktionalität ist noch nicht hier drin. Dann machen wir das mal so. Stellwerk kontaktieren. Okay, wir müssen warten. Dann ist das so. Da vorne hat einer noch grün bekommen. Mal schauen. Gucken uns nochmal hier die Wagen in Ruhe nochmal an. Also wir haben hier die ganz normale MRCE 182. Aus dem Hamburg-Lübeck-Add-on. Und hier vorne haben wir die Alex-Wagen, die mal außerplanmäßig hier verkehren. Alex hat ja auch, glaube ich. Was war das? Warum machst du solche Geräusche? Ich habe den Stromabnehmer nicht angefasst. Oder ist hier noch ein anderer Zug? Nein. Keine Ahnung, warum jetzt unser Taurus hier solche Geräusche von sich gibt. Schau an, was kommt denn da? Der Gegenzug. Während wir ausfahren dürfen. Die Frage ist natürlich, wer da noch kommt. So, wir dürfen ausfahren. VMAX 25, weil der 500-Hertz-Magnet noch an ist. An dieser Stelle, das mag zwar so klingen, als hätte ich eine Ahnung, wovon ich rede, das ist aber nicht der Fall. Ich bin keinerlei. So, nicht die 20 überschreiten. Ich bin kein Mensch, der in Zug beeinflussen. irgendeiner Art und Weise die Bahnwelt als Insider kennt, sondern nur als Outsider. Ich bin kein Profi, aber wer mir schon etwas länger zuguckt, der wird das schon bemerkt haben. Ja, Abellio hat hier die Leistung abgeben müssen, weil Abellio tatsächlich insolvent gegangen ist. Die haben hier in NRW tiefrote Zahlen geschrieben. So, wir haben halt zu erwarten, daher beschleunige ich gar nicht mal zu sehr. Also tiefrote Zahlen hier in NRW geschrieben, was unter anderem daran liegt, die haben schon auch schon früher rote Zahlen geschrieben. Nur vorher hat das Mutterunternehmen, die niederländischen Staatsbahnen, Niederländse Spoorwegen oder so. Ich kann leider kein Niederländisch. Die haben halt vorher praktisch deren Schulden mehr oder weniger ja, getilgt, übernommen, wie auch immer. Aber irgendwann hat sich dann das Mutterunternehmen dann gedacht, nee, machen wir nicht mehr. Das bringt uns nur Minus ein. Was ja auch stimmt. Und dementsprechend konnte sich Abellio dann nicht mehr lange hier auf eigenen Beinen halten. Ist ja auch klar, wenn man keinen Gewinn macht, dann geht so ein Unternehmen halt doch relativ flott pleite. Und das ist dann eben passiert. Insolvenz angemeldet, wie heißt das noch gleich? Schutzschirm, Insolvenzverfahren oder sowas läuft da aktuell. Und wir bestätigen nochmal. Zug beeinflussen. Und Abellio wird sich komplett aus dem deutschen Eisenbahnnetz, zumindest aus NRW, zurückziehen. Ich kann mir auch vorstellen, eventuell auch aus dem Rest Deutschlands, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Und das Ganze, ja, ist in irgendeiner Form erwartbar oder nicht? Weil ich meine, man kann die Eisenbahn, und das ist jetzt meine persönliche politische Wertung des Ganzen, man kann Eisenbahn, glaube ich, nicht kundenorientiert und gewinnorientiert zugleich ausführen. Das geht nicht. Ich glaube nicht wirklich, dass man da großartig mit Gewinn rechnen kann, weil einfach so ein Zug ist verdammt teuer, Personal ist teuer und muss auch teuer sein. Das Personal muss gut bezahlt werden, da sollte man niemals sparen. Auf dem Schienennetz rumzucruisen ist halt auch nicht günstig. Während wir jetzt gerade hier in Essen Hauptbahnhof einfahren. Um 51 sollten wir da sein. Das haben wir jetzt knapp geschafft. So, Türwaldschalter auf rechts, Türen auf. Naja, also man kann halt Eisenbahn meiner Meinung nach nicht wirklich gewinnorientiert betreiben, wenn man gleichzeitig auch noch Aspekte erfüllen möchte wie Fahrgastorientierung, weil das der komplette Betrieb hier ist einfach so dermaßen kostspielig, das wird man niemals mit irgendwelchen Tickets oder sonst irgendwas einholen können. So, und ich glaube, da war einfach von vornherein dieses falsche Denken, meiner Meinung nach von vornherein das falsche Denken seit Mitte der 90er Jahre, seit im Grunde Privatisierung der Deutschen Bahn und der Gewinnorientierung der Deutschen Bahn AG seitdem, dass man halt sagt, Eisenbahn muss Gewinn machen. Schließen wir die Türen. Türwaldschalter auf 0. Türen sind zu. Wir fahren ab. Hier ordentlich was los. Ja, sieht aus wie Essen Hauptbahnhof, würde ich sagen. Wirkt wie Essen Hauptbahnhof. Das wirkt nicht wie Essen. Das wirkt wie Essen. So. Wir befreien uns und dürfen mit 100 ausfahren. Schauen hier noch, was sonst rumsteht. Nur 101, da im Sandwich-Betrieb. Ein paar S-Bahnen. Das könnte hier die S... Ja, also das hier ist die S6, definitiv. Ja, ja. Und letztendlich stellt sich die Frage, funktioniert das überhaupt mit den Ausschreibungen und so, und dass halt letztendlich die Verträge vergeben werden an die Unternehmen, die da am kostengünstigsten sind, die das Land vielleicht am wenigsten Geld kosten. Ich weiß es nicht. Ich würde es anzweifeln. Es gibt durchaus berechtigte Gründe, warum man sagen kann, okay, das ist so, das ist sinnvoll so. Aber ich glaube, die Bahn als ein teilöffentliches Gut sollte etwas sein, was außerhalb marktwirtschaftlichen Konkurrenzdenken aufgebaut werden sollte oder wieder zurückgebaut werden sollte, hingebaut werden sollte. Denn das ist letztendlich ein Gut, das für die Gemeinschaft ist, das für alle von Relevanz ist. Und dementsprechend sollte das nicht etwas sein, was gewinnorientiert gehandhabt wird, sondern etwas, was fahrgastorientiert gehandhabt wird. Vorbei an Essen West. Aber nun gut, es ist nun mal wie es ist, aber regelmäßig gehen halt eben Eisenbahnverkehrsunternehmen insolvent. Abellio ist nicht das erste Eisenbahnverkehrsunternehmen, das insolvent gegangen ist. Und wird auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch nicht das letzte sein. Und jedes Mal, wenn so ein Unternehmen insolvent geht,
ist das eine Gefährdung für Fahrgäste, weil sowas immer zu Zugausfällen führen kann, sowas immer sehr, sehr ruckeln kann. Ich glaube, die aktuelle Transformation jetzt von Abellio hin zu DB Regio, Vias und National Express verläuft vergleichsweise ruhig. Also relativ ruckelfrei. Ich glaube, für die Fahrgäste ganz in Ordnung. Schaut an, wir haben eine Parallelausfahrt. Ist das nicht schön? Aber es gibt nun mal auch definitiv Umstellungen im Eisenbahnnetz, die nicht ansatzweise so ruckellos verlaufen wie hier. Vor ein paar Jahren war das, glaube ich, auch in NRW so, dass die Eurobahn erstmal einige Ausschreibungen gewonnen hatte. Ich glaube, unter anderem für die S3, bin mir aber nicht ganz sicher. So, aber die haben es halt zum Beispiel gar nicht geschafft, zu dem Zeitpunkt entsprechendes Personal zu akquirieren. Dementsprechend gab es dann irgendwann eine Notvergabe und die Verträge wurden aufgelöst. Also der VRR, der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, hat dann die Verträge aufgelöst. Und dann hat, glaube ich, die B-Regio die Züge, die Vergabe bekommen. Und das kostet natürlich ordentlich Geld hier. Allein jetzt diese Umstellung von Abellio verursacht Mehrkosten von über 100 Millionen Euro. Habe ich letztens noch hier beim WDR gelesen, war noch ein Bericht darüber. Über 100 Millionen Euro, ich glaube es waren um die 170 Millionen Euro. Und das ist halt einfach pure Verschwendung. Das hätte nicht sein müssen. Das hätte einfach nicht sein müssen. Wenn man von vornherein anders und vielleicht weniger marktwirtschaftlich orientiert, sondern mehr gemeinwohlorientiert darangehen würde. Aber okay. Es ist halt so, wie es ist. So, 100er Einschränkung bzw. Herabsetzung voraus. So, genug mit meinem Rant über Marktwirtschaft und Eisenbahn. So, Geschwindigkeitsprüfabschnitt hat uns nicht abgeschossen. Hier vom Mühlheim Hauptbahnhof lasse ich mich nämlich regelmäßig von diesem Geschwindigkeitsprüfabschnitt abschießen. So, Mühlheim Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich muss mal wieder diese Zielmarkierung am Bahnsteig ausschalten, die nervt mich total, diese farbliche hier. Da gab es auch irgend so einen Shortcut für. So. Türwaldschalter nach rechts und auf. Da sollten wir um 58 da sein. Ja gut, knapp ein Minütchen Verspätung. Das ist, naja, ist okay. Das war ja auch so eine Sache, die unter anderem Abellio lamentiert hat. Dass man nämlich bei Verspätungen etc. Strafzahlungen an DB Netz richten muss. Ich meine zumindest an DB Netz. Und das ist halt durchaus schwierig für so ein Unternehmen, weil Verspätung sich nun mal anhäuft und oftmals das Unternehmen halt gar nichts dafür kann, dass Verspätung da ist. Es ist halt eben das teilweise doch sehr, sehr überlastete und alte Netz. Wobei teilweise, ich möchte nicht Abellio unbedingt komplett verteidigen, denn ich habe auch mal vor einigen Tagen vor einigen Tagen die Aussage gelesen, dass ne? Boah, ist hier viel los, ey. Wahnsinn. 4 Züge auf einem Schlag.
Genau, also ich habe vorige Tage gelesen, dass irgendjemand, ich glaube, von Abellio auch lamentiert hat, dass DB Netz wohl sehr gerne Baustellen gerade dort auf diesen Strecken oder Streckenabschnitten plant und durchführt, die am wenigsten das eigene Unternehmen, also DB Regio oder DB Fernverkehr betreffen, sondern am ehesten dann noch andere private Eisenbahnverkehrsunternehmen betreffen sollten, was meiner Meinung nach ziemlicher Quatsch ist, das DB Netz zu unterstellen, weil ich glaube, DB Netz hat da weder die Zeit noch die Kapazitäten für sich da so einen Nonsens auszudenken. Das Problem ist halt einfach, dass das Netz, dass unsere Eisenbahninfrastruktur sehr, sehr alt ist, sehr überlastet ist und einfach dem aktuellen Fahrgastaufkommen nicht wirklich gerecht wird, nicht hinterherkommt. Ich meine, ich habe nichts gegen Formsignale, aber allein, dass es noch Formsignale gibt, die jetzt mittlerweile auch schon vermutlich doppelt so alt sind, mehr als doppelt so alt sind wie ich, ist halt schon irgendwie schwierig, weil, ja gut, es ist halt alt. Die Frage ist halt, ist das schlimm, dass es alt ist? Es hat sich ja wohl anscheinend bewährt, dass es so lange eben durchhält. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Formsignale vielleicht weniger fehleranfällig sind als Lichtsignale. Kann gut sein. Aber ich meine, dass wir trotzdem Formsignale haben, zeigt ja schon, wie alt einige Stellen unserer Eisenbahninfrastruktur nun mal sind. Und Formsignale sind bei weitem nicht das größte Problem. Ich glaube, ganz im Gegenteil, Formsignale sind vermutlich relativ verlässlich, denke ich mal. Viel schlimmer ist halt eben, dass wir konsequent über die letzten Jahrzehnte, seit den 90ern, immer und immer mehr Gleiskilometer zurückgebaut haben. Und wir einfach jetzt heute ein kleineres Schienennetz haben als noch vor 20 Jahren beispielsweise. Wir haben auch viel weniger Weichen als damals. Heißt also, es gibt einfach viel weniger Möglichkeiten auf Individualitäten individuell einzugehen. Also wenn irgendwo mal ein Zug liegen bleibt, dann ist es halt total oft einfach nicht mehr wirklich möglich, da großartig dann noch irgendwie auszuweichen und vielleicht an irgendeinem anderen Gleisrand vorbeizufahren, weil da oftmals die entsprechenden Weichen fehlen. Es gibt auch immer weniger generell Ausweichgleise für Güterzüge zum Beispiel, ne, wo dann ein Güterzug ausweichen kann, damit vielleicht der ICE oder der RE dann überholen kann. Gibt es auch immer weniger von. Und wenn es die gibt, dann sind die häufig auch nicht allzu lang. Was natürlich die Länge von Güterzügen auch massiv beeinflusst. Die maximale Länge. Also Probleme über Probleme. Ich glaube, Hauptstrecke Rhein-Ruhr ist als Strecke viel zu kurz, als dass man all diese Aspekte auch nur ansatzweise ausführlich benennen und ausführen könnte. 90er Ankündigung. Hier geht runter auf unter 85, weil der 1000 Hz-Leuchtmelder an ist. Und können uns direkt befreien? Nein, können wir nicht. So, die S-Bahn da links muss warten. Oder der RE, je nachdem. Ich glaube, das ist eine 425, ne? Ja. Halt zu erwarten. Warum hatte ich denn die ganze Zeit das Licht an? Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. So, wir sind in Duisburg. Dann entlasse ich euch aus dieser reinen Rentfahrt, wenn man es so möchte, wo ich mich durchgehend aufgeregt habe über marktwirtschaftliche Prinzipien im Eisenbahnverkehr und
ein überlastetes altes Streckennetz, was letztendlich auch mit Ersterem übrigens zu tun hat, aber ich lasse es jetzt, mich darüber weiter aufzuregen. Genießen wir noch die letzten paar Meter hier mit einem Intercity, einer S-Bahn, einem RE, noch einem Intercity und noch einem Intercity. Holy moly, ist hier was los. So, unser RE macht dann hier an dieser Stelle, ich weiß gar nicht, wie der jetzt hier wenden würde in Duisburg, würde mich jetzt interessieren. Macht ja normalerweise nicht, ne? Weil eigentlich bräuchten wir jetzt entweder eine zweite Lok auf der anderen Seite, einen Steuerwagen haben wir ja nicht. Ja, vermutlich wird hier die Lok abkuppeln, wegrangieren, am Zug wieder vorbei, zurückrangieren. Ah, ich wusste schon, wie das klappen könnte. Türen auf. Ich zeige euch das mal. Es gibt nämlich einen Duisburg Hauptbahnhof. Gibt es genau hier dieses Gleis hier, dieses Durchfahrgleis. Heißt also, theoretisch könnte dann unser Taurus hier vorne bis da hinten irgendwo hinrangieren und dann wieder hier zurück. Das ist das falsche Gleis. Also müsste da praktisch hier auf diesem Gleis rumrangieren, ne? Gucken wir mal, wie das aussehen würde. Ja, hier wird er, genau, der könnte dann praktisch bis hier hin rangieren und dann hier auf diesem Gleis über diese Weiche dann wieder zurück in das Gleis da vorne und könnte dann praktisch von der anderen Seite da am Zug wieder ansetzen. Das werden wir jetzt im Szenario hier nicht machen, weil ich glaube, dass es jetzt automatisch beendet wird. Ach, schau an, eine 612. Also Dresden-Chemnitz ist übrigens dann auch mit vorausgesetzt bei dem Szenario. Ich danke euch fürs Zusehen, ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.